sehr, sehr wichtig ist, ist die persönliche Stabilität, in seiner eigenen Wahrheit zu bleiben, ne? Es strömen so viele Meinungen und Ansichten auf uns ein, das Warum, Wieso, Weshalb und worum geht es denn hier jetzt eigentlich? Der Mensch hat immer die Tendenz, sich irgendwelchen Trends anzuschließen und dabei sein Innerstes zu vergessen. Und keiner weiß mehr so richtig, wo er steht in dieser Zeit. Und da hilft auch also mal wirklich ganz besonders, diese Festigkeit in sich selbst zu finden und auch selbstkritisch hinzuschauen, wo bin ich mir treu und vor allen Dingen, wo gehe ich meinen Ängsten nach? Ein so markantes Thema, was du da angesprochen hast, weil Angst ist das stärkste Medium, um uns von uns selbst zu entfernen. Da hat Vicky Wall auch immer einen sehr schönen Ausspruch gehabt. Sie hat immer gesagt, Liebe und Angst können nicht im selben Raum existieren. Also der wahrhaftige Gegenpol zur Angst ist die Liebe. Und es werden so unglaublich viele Bedürfnisse geweckt von, was kann man noch alles haben wollen? Das ist ja auch in der Welt riesig groß gemacht. Und Reduktion, wir sind nicht mehr so bereit, uns zu reduzieren auf das Wesentliche. Aber ja, dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Was macht uns wirklich glücklich? Und um glücklich zu sein, brauchen wir einfach eine gute Portion Liebe in uns, um uns drumherum. Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhardt und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Happy Monday! Wie schön, dass es dich gibt, wie schön, dass du hier zu diesem Podcast gefunden hast und ich freue mich sehr, dich heute hier zu begrüßen. Und wenn du den Blick nach außen wirfst, du kommst nicht daran vorbei, du spürst, du merkst, du siehst, die Welt ist in einem ganz großen Wandel. Und das Leben fordert uns gerade so sehr auf, in unsere innere Mitte zu kommen. Es fordert uns so sehr auf, im Hier und Jetzt zu sein, denn all unsere Gedanken führen uns immer wieder weg vom Hier und Jetzt. Und das Leben und so ein bestimmter Virus fordert uns auf, in die, und ich weiß, das hören nicht so viele gerne, Langsamkeit zu kommen. Denn wir sind in einem stetigen Rennen, das höher, weiter, schneller. Und ich wiederhole mich da und wiederhole mich und wiederhole mich, denn es ist so, so wichtig. Zu dem Thema Mut zur Langsamkeit wird es in 2 Wochen eine Podcast-Episode geben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich meinen Fokus schon früh für den Winter auf online gelegt habe. Meine Retreats habe ich alle absagen dürfen, müssen, wie auch immer, aufgrund von bestimmten Regelungen. Und wann immer du den Impuls verspürst, etwas für dich zu tun, bist du herzlich willkommen bei mir. Du kannst zum Einzelcoaching kommen, was auch online stattfinden kann. Es kommen ganz tolle Termine, die Wintersonnenwende-Special, die Rauhnächte. Und ich kann jetzt schon sagen, die werden sehr, sehr, sehr intensiv. Da gibt es eine Rauhnachtsbegleitung in einer geschützten Gruppe. Das letzte Jahr war schon ganz, ganz toll. Es war eine ganz schöne Zeit. Und ja, nächste Woche gibt es Sadhana. Das ist eine kostenfreie Sadhana um 5 Uhr morgens für alle Verrückten da draußen. 2-stündiges Kundalini-Yoga und Meditation. Das ist auch hier meine ganz wundervolle Gruppe. Und am Donnerstag ist das Fullmoon Special und am Freitagmorgen werden wir dann in den Vollmond hinein chanten, denn der ist mitten während der Sadhana. Also auch hier, wir haben ja die nächsten Wochen sehr viele Finsternisse. Es kommt eine sehr, sehr intensive Zeit auf uns zu. Und was könnte es Besseres geben als Unterstützung? Und zu genau diesem Thema habe ich mir
Ja, eine ganz wunderbare Expertin ins Boot geholt. Und zwar die Iris Revilas. Sie ist die Geschäftsführerin von Aurasoma. Und falls du Aurasoma nicht kennst, das ist nicht schlimm, jetzt wirst du es kennenlernen. Falls du mit mir schon auf Reisen warst, kennst du es in jedem Fall, weil ich habe es bei jedem Special im Coaching auch immer wieder und vor allen Dingen bei den Reisen mit dabei, wo sich jeder dran bedienen darf. Ich arbeite seit ganz, ganz vielen Jahren damit und es ist etwas ganz Hochschwingendes, wo ich davon bin ich tief überzeugt, weil ich es erfahren habe. Und dementsprechend tauchen wir heute ein in das Wunder der Farbheilung. Und heute geht es darum, was ist denn Aurasoma, falls du es nämlich noch nicht kennst? Wie wirkt Aurasoma? Weshalb wirkt es und wie wirken die Farbkombinationen? Was hat es mit den Farben auf sich? Und den Kristallen und all das, was da noch so dazukommt, Pflanzenessenzen und so weiter. Wir sprechen über Vicky Wall, die Begründerin von Aurasoma. Wir sprechen darüber, wie Aurasoma uns in dieser Zeit des großen Wandels unterstützen kann. Was wirkt besonders bei Angst, bei Orientierungslosigkeit? Was gibt es Empfehlenswertes bei Schock, bei Trauma, bei Liebeskummer? Thema Selbstwert, Selbstliebe, Aurasoma für Kinder. Wir sprechen über Aurasoma in der Schwangerschaft und vor allen Dingen, was kann unterstützend sein bei dem Thema Kinderwunsch? Wir sprechen über das Thema Geburtsflaschen und wir sprechen über die Erzengel und was die mit Aurasoma zu tun haben und auch über die Alchemistenflaschen. Und es ist ein ganz besonderes Interview, wo es nicht wirklich um das Produkt geht, denn ich bin mir sicher, das wirst du spüren, wenn du hier ja, dein Herz offen hältst, dass es vielmehr um was ganz anderes geht und das hat mit Bewusstsein zu tun. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview, was wir sehr spontan übrigens hatten. Mir kam der Impuls, ich dachte, wuh, das passt noch zu der feinstofflichen Energie und zu dem Thema ja, Krankheit und Schmerz und so weiter. Und hat ganz spontan einen Termin bekommen und das Interview war am 11.11. um 11 Uhr und richtig gestartet haben wir zufälligerweise um 11.11 Uhr. 11 ist eine Meisterzahl und eine sehr kraftvolle Zahl. Wir sprechen auch über die Numerologie, übrigens im Podcast. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview. Eines ist mir beim Schneiden noch eingefallen und zwar möchte ich mich jetzt schon entschuldigen für das kleine Rauschen im Mikro bei mir im Interview. Da hat sich so ein kleiner Poltergeist eingeschlichen. Ich weiß nicht, wen wir da als Gast hatten. Und das Zweite, was ich noch ganz fett unterstreichen möchte, ist, dass das keine bezahlte Episode ist. Also ich habe Aurasoma angefragt, weil ich so sehr davon überzeugt bin und schon so, so viele Jahre damit arbeite und meine Klienten damit in Berührung kommen und eben auch damit arbeiten. Und dieser Podcast soll auch weiterhin werbefrei bleiben. Natürlich bekommst du meine Arbeit hier vorgestellt und wenn ich Interviewgäste habe, natürlich auch ihre Arbeit oder eben das, was sie anzubieten haben, wie Online-Kurse oder so, wenn sie sowas eben anbieten. Aber alles andere halte ich fern, auch wenn ich immer wieder Anfragen bekomme. Und diese Episode ist genauso werbefrei. Ich bin sehr überzeugt davon und deswegen möchte ich das einfach weitergeben in die Welt, weil ich die Wirkweise kenne. Liebe Iris Revilas, vielen, vielen Dank, dass du so spontan zu diesem Interview zugesagt hast. Ich habe ja andere Interviewpartner, die müssen manchmal Monate warten sozusagen, bis es veröffentlicht wird. Aber ich sage allen, ich gehe total nach meinem Impuls, nach meiner Intuition, was jetzt wichtig ist. Und es hat immer schon mal dieses Thema so geläutet, aber jetzt bin ich ja gerade beim Thema ja, feinstoffliche Energie, feinstoffliche Anatomie angekommen und auch
eben ganz viel zum Thema Bewusstsein. Und ich weiß, dass ich bei dir genau richtig bin. Und deswegen freue ich mich so sehr. Wir haben heute den 11.11. Wir haben um 11 Uhr gestartet. Es kann keinen besseren Zeitpunkt geben für dieses Interview. Herzlich willkommen, liebe Iris. Vielen lieben Dank, Nadine. Ich freue mich auch sehr, dass wir das gemeinsam machen können. Und dann schieß mal los. Was möchtest du gerne wissen? Ja, ich habe ganz, ganz viele Fragen natürlich, wie immer. Und du arbeitest bei Aurasoma und ich weiß, einige kennen Aurasoma, aber bei vielen ist erstmal so, what? Was ist Aurasoma? Und vielleicht magst du erstmal so reingehen, was überhaupt Aurasoma ist und wie wirkt Aurasoma? Ja, gerne. Bei Aurasoma, du hast eingedeutet, du beschäftigst dich gerade mit feinstofflichen Dingen. Und da können wir gleich zum Namen Aurasoma kommen, denn da liegt schon eine ganze Menge an Antwort drin, was Aurasoma ist. Denn allein der Name setzt sich zusammen aus Aura. Und da sind wir im feinstofflichen Bereich. Es ist das feinstoffliche Feld, das uns alle umgibt und unterschiedliche Schichten hat an Dichte. Ich sage immer, wir können uns vorstellen, wir sind so etwas wie eine russische Matrioschka, diese Holzpuppen, die wir ja alle kennen. Der Körper ist die kleinste davon und dann kommen die unterschiedlichen Schichten drumherum. Die sind aber feinstofflich, die sehen wir nicht und allgemein wird dieser Bereich dann ja auch als Aura bezeichnet. Der Begriff Soma, der sich anschließt, steht für Körper. Und das ist in vielen Sprachen ein Begriff für Körper. Und so haben wir schon einen Rückschluss jetzt hier gezogen. Aura Soma, da geht es um die Verbindung zwischen der Aura, dem feinstofflichen Bereich und dem Körper. Wie beeinflussen die sich gegenseitig? Und was tut der eine Teil für den anderen Teil? Das wäre mal eine ganz einfache Antwort zu Aurasoma. Du hast ein ganz großes Wort angesprochen, das ist das Bewusstsein. Und ja, wir arbeiten mit dem Bewusstsein des Menschen. Und zwar über das Medium Farbe. Jetzt für die Menschen, die uns sehen können, habe ich dann auch mal hier parat gestellt, wie so ein Aurasoma Produkt denn aussieht. Das ist eine Equilibriumflasche und wir sehen, die ist farbig, die ist zweifarbig und davon gibt es inzwischen 122 Stück. Und ich zeige mal noch eine andere. Da haben wir noch eine, na, die kommt nicht so gut, eine blau-grüne oder auch mal hier, so wie das Bild hinter mir ist, die blau-rosafarbene. Manche sind einfarbig, manche sind zweifarbig. Also das Medium, über das Aurasoma hauptsächlich arbeitet, ist Farbe. Und Farbe können wir ja auch verstehen als Licht. Licht ist dann getrennt in die unterschiedlichen Spektralfarben, teilt es sich auf und damit arbeiten wir, weil auch der Mensch sich in seinem Energiesystem insbesondere in die Spektralfarben aufteilt, die sogenannten sieben Energiezentren, die Chakren, die im feinstofflichen Bereich eine ganz wichtige Aufgabe erfüllen, sind farbig und hellsichtige Menschen sehen das Umfeld, die Aura eines Menschen eben, auch in Farben. Licht ist auch ein Synonym für den Begriff Erkenntnis. Und da schließen wir dann an die Idee von, wir arbeiten mit dem Bewusstsein. Wenn wir nämlich erkennen, wer wir sind, was wir gerade vielleicht an Aufgaben haben oder welche Aufgabe wir überhaupt im Leben haben, definieren wir bei Aurasoma das über Farbe. Die Begründerin von Aurasoma hat einen Leitsatz über Aurasoma gestellt und der gilt unumstößlich. Der heißt, du bist die Farbe, die du wählst und diese zeigt die Bedürfnisse deines inneren Wesens. Das innere Wesen bezeichnen wir umgangssprachlich als die Seele. Das, was ein bisschen mehr weiß, wer wir sind und was wir zu tun haben.
Und es ist so, dass die Seele oder das Bewusstsein, das im Körper wohnt, über Farbe kommuniziert. Die Sprache der Seele ist Farbe. Und deshalb, wenn wir aus unseren 122 verschiedenen Farbkombinationen Farben auswählen, definieren wir damit gerade, wo stehe ich auf meinem Seelenweg? Wie sieht mein Seelenweg aus? Es ist nämlich gar nicht so einfach, den zu wissen und zu kennen, weil die äußere Welt erzählt uns ja so einiges, oh, wie ja. wir sein sollen, wie wir denken sollen, was wir fühlen sollen, was wir kaufen sollen und alles das. Passt das immer wirklich zu mir oder folge ich nur einem Trend, der da vorgegeben ist? Genauso in der Entwicklung eines Menschen. Wir beginnen als Kind und natürlich sind die Prägungen, die wir bekommen, übers Elternhaus, über den Kindergarten, die Schule, die Berufsausbildung, das sind lauter äußere Einflüsse, die immer ganz, ganz laut mitreden. Und wir oft da ja auch so ein wenig den Kontakt zu unserer inneren Stimme verlieren. Die innere Stimme wäre ein weiteres Synonym für den Begriff Seele. Und diese Komponenten arbeiten eben zusammen, wenn wir eine Aurasoma-Flasche auswählen und vor allen Dingen benutzen. Das war jetzt schon mal relativ kompakt über das Thema Aurasoma. Sehr spannend, ja. Wie, wenn ich jetzt Aurasoma noch nicht kenne, wie nutze ich das Ganze? Ich kann dir von einem Beispiel gerade nennen, weil da muss ich selbst gerade lachen. Ich hatte Aurasoma bei einer Weiterbildung dabei und habe so ein paar Tropfen auf die linke Hand bei einem Kollegen gemacht und ich habe aber vergessen zu sagen, wie man es anwendet und er so, das riecht gut und hat seine Zunge genommen und einmal drüber geleckt über die Hand und er so, oh. Also zum Einnehmen ist es wahrscheinlich nicht. Vielleicht Nein. magst du mal berichten, wie nutzt man Aurasoma? Nee, Einnehmen ist wirklich gar nicht dran bei Aurasoma. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, welches Aurasoma-Produkt du benutzt, wie man es benutzt. Ne? Wenn ich zurückgehe hier auf unsere zweifarbigen Equilibrium-Flaschen, dann haben wir hier das Produkt, was direkt auf den Körper aufgetragen wird. Es ist ein Körperöl, was sich zusammensetzt aus 50% Wasser und 50% Öl. Und die werden miteinander erst einmal verschüttelt, wenn man eine Aurasoma-Flasche hat. Und möglichst im verschüttelten Zustand auf den Körper aufgetragen. Das können wir ganz intuitiv machen. Wo zieht es mich gerade hin damit? Wenn wir das Chakrensystem kennen, wie jetzt hier, habe ich eine gelb-rote Flasche in der Hand, dann würden wir sagen, ja, ich weiß, der Solarplexus-Chakra ist gelb, da kann sie auf jeden Fall hin und das Basischakra ist rot, da kann sie auf jeden Fall hin. Oder aber auch der verschüttelte Zustand ist dann orange. Und dann kann sie auch auf Sakralchakra. Also hier hätten wir den gesamten Unterkörperbereich des Menschen angesprochen. Das ist ein Produkt, das gehört auf die Haut. Und indem der Körper oder über die Haut die Farben und die zusätzlichen Informationen, die in so einer Aurasoma-Flasche drin sind, aufnimmt, beginnt eine Kommunikation im Inneren des Körpers. Denn die endokrinen Drüsen, die mit jedem Chakra zusammenhängen, haben dann wiederum einen Einfluss darauf, wie das Chakra funktioniert. Da ist eine Kommunikation zwischen diesen beiden Ebenen und damit wird unsere Körperchemie beeinflusst. Und unsere Körperchemie ist sehr, sehr wesentlich. Da hängt damit zusammen, wie wir ticken, wenn ich es mal so grob sage, eben, sehe ich gerade rot oder scheint für mich die Sonne. Wir können mit solchen Symbolen spielen, um eine Aurasoma-Flasche zu verstehen. Natürlich gibt es tiefere Interpretationen für rot und scheint gerade die Sonne, als das, was ich jetzt hier eben so sage. Und,
da arbeiten wir mit den Menschen dann auch in der Persönlichkeitsanalyse in einem Gespräch, je nachdem, welche Farbe ausgewählt wird. Aber wir haben, wie gesagt, wenn wir jetzt in die Schichten der Aura gehen, gibt es unterschiedliche Ansätze in der Nutzung der Aura-Soma-Produkte. Wenn wir dann in der nächsten feinstofflichen Schicht arbeiten, und mir scheint so ein bisschen, dein Bekannter hat hier sowas aus so einem kleinen Fläschchen von dir bekommen, den sogenannten Aura-Soma-Pomander. Mhm. Und der Pomander, der wird in die untere Aura-Schicht eingebracht. Und dann nehmen wir tatsächlich, so wie du es gemacht hast, 3 Tröpfchen auf die Hand, wir verreiben es und bringen es dann einfach durch die Aura durch, sodass sich die Inhaltsstoffe mit dem feinstofflichen Körper verbinden und dort ihre Wirkung entfalten können. Ja, das sind die unteren Schichten. Und dann gibt es noch, die dann da weit da draußen sind, also sozusagen in die größeren Matrioschkas hineingehen. Dann kommen wir zur Quintessenz. Habe jetzt auch mal die grüne genommen. Und die wirkt dann in den feineren Bereichen der Aura. Um das mal deutlich zu machen, hier kann man das schon sehen. Upsala, da ist noch ein Restchen vom Etikett drauf, sorry. Ja, also wir würden sagen, wir können das auch anhand der Farbe sehen. Ich habe hier eine ganz grüne, gesättigtes Grün. Mhm. Dann wird es ein Ticken heller, feiner für den Bereich der Aura und dann ganz fein im hellen Grün mit der Quintessenz. Mhm. Und so deckt das gesamte Aura-Soma-System Körper, Seele, Geist ab. Diese Dreieinigkeit, die einen Menschen ausmacht. Wie schön. Oh, das hört sich total schön an. Ich kann immer nur sagen, wenn ich Aura Soma nutze, mich begleitet es täglich seit vielen, vielen Jahren, sehr vielen Jahren. Und ich gebe ja Retreats und Weiterbildung und Workshops, all das. Es ist immer mit dabei. Ich gebe das auch immer weiter. Und was ich so daran liebe, ist auch so dieses, du hattest anfänglich, als wir vor ein paar Tagen telefoniert haben, meintest du so, es ist, also wenn eine Zeitschrift, ein Magazin ankommt und will Werbung schalten und es geht rein um Produkt und Geld, machen wir das nicht, lehnen wir das ab. Und da ist eine, also da spüre ich einfach, da ist, steckt so viel mehr dahinter, das, was ihr tut und was ihr macht. Und da ist ganz viel Liebe, die ich so spüre. Und wenn ich jetzt Aura Soma nutze und fahre einmal über mich drüber sozusagen, über die Aura, dann ist es wie so eine Umarmung. Und es ist so einfach, aber so effektiv. Ja, da schneidest du jetzt ganz viele Punkte an, ja. Die wir ja auch schon in unserem ersten Telefonat besprochen haben. Ich bin immer gar nicht so glücklich über den Begriff Produkt bei Aura Soma, aber dennoch, es ist ein Produkt. Mhm. Dieses nicht so sehr in die Sichtbarkeit gehen über eine materielle Werbung, unbedingt da jetzt Klienten zu finden nach dem Motto, kauf mein Produkt, das geht auch zurück auf die Begründerin Vicky Wall, die gesagt hat, der Aura Soma finden soll, wird es finden, und zwar zum richtigen Zeitpunkt, dann, wenn er es wirklich braucht. Und genauso habe ich das über die 30 Jahre, in denen ich jetzt Aura Soma begleite und für Aura Soma arbeite, für mich selbst auch gehalten. Also immer in einer gewissen Diskretion und nicht über die herkömmlichen Wege. Das, was Aura Soma so ausmacht, ist, wir arbeiten mit dem Bewusstsein. Wir sind felsenfest davon überzeugt, oder wir wissen ja auch aus der Quantenphysik, dass es Gesetz ist. Es ist der Geist, der in etwas wohnt, der letztendlich die Materie gestaltet. Und so ist es eben. Und was wohnt drin? Du sagst, du spürst sehr, sehr viel Liebe. Und da müssen wir, um das zu verstehen, in die Entstehungsgeschichte von Aura Soma schauen. Denn Vicky Wall, die Begründerin von Aura Soma, hat sich das ja nicht ausgedacht.
Sie hat Aura Summa aus ihrer Inspiration und ihrer sehr tiefen und innigen Verbindung in die geistige Welt erschaffen. Sie war etwas über 60 Jahre alt, sie war schwer erkrankt, sie war blind bereits zu diesem Zeitpunkt und ist einer Weisung gefolgt, die aus ihrem Inneren stammte, die sie dahin geführt hat, weil sie auch vorbereitet war in dem Sinne, dass sie eine Berufsausbildung hatte, die immer mit Pflanzen, Kristallen und Energien zu tun hatte. Sie hat schon immer Essenzen hergestellt, ihr Leben lang. Und insofern hatte sie quasi alles parat, um dieser Weisung zu folgen. Und in einer sehr mystischen Nacht hat sie die ersten Aura-Summa-Flaschen hergestellt. Das Wort muss man nur mal benutzen. Aber sie hat gar nicht gewusst, was sie gemacht hat. Sie hat bunte Flaschen vor sich gehabt. Und als sie gefragt wurde, was ist das, hat sie es selbst nicht gewusst. Ihre erste Antwort war: Das Einzige, was ich weiß, ist, was drin ist, und Kleopatra würde sich freuen, denn auf jeden Fall sind sie für die Schönheit. Dass sie viel mehr um die innere Schönheit gehen, diese Flaschen, das hat sie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gewusst. Viel hat sie gelernt und auch uns hinterlassen über ihre Hellsichtigkeit. Sie konnte von Kindheit an die Aura eines Menschen sehen, also alle die Farben, die den Menschen umgeben. Und sie stellte natürlich sehr, sehr schnell fest, dass ein Mensch, sobald er in Kontakt mit einer dieser bunten Flaschen kam, dass sich in der Aura dieses Menschen schlagartig etwas veränderte. Er nahm die Flasche nur in die Hand und sie konnte sehen, da balanciert sich was. Es gleicht sich etwas aus. So ist es dann auch zu dem Namen Equilibrium, der ja für Ausgleich steht, also zum Produktnamen ist Equilibrium geworden auf diese Art und Weise. Sie bringen Ausgleich. So schön. Wenn du das schon so erzählst, ich kriege immer wieder Gänsehaut. Also mein Körper ist sowieso sehr feinfühlig und alle anderen Körper dann auch. Und mir stehen richtig die Tränen in den Augen, wenn du das so erzählst, weil es ist so wahr. Ja, also es ist einfach so wahr und es kommt so, ne? Diese Energie, die Vicky Wall eben auch weitergegeben hat. Ich habe einen weiteren Kollegen, der sie auch kennengelernt hat und ich weiß, du hast sie auch noch persönlich kennengelernt und das muss was ganz Besonderes gewesen sein. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, das war schon sehr besonders und auch allein der Weg, der mich zu Aura Summa geführt hat. Ja, es ist ein sehr, sehr persönlicher. Wenn ich ihn jetzt hier in diesem Rahmen in einer gewissen Sachlichkeit halte, dann kann ich sagen, ja, ich habe auf Umwegen ihr Buch bekommen, damals in den frühen 90er Jahren und habe den ersten Satz gelesen und habe gewusst, ich muss diese Frau kennenlernen. Ich habe das Buch gleich wieder zugemacht. Es war dieser eine Satz, ich bin das siebte Kind eines siebten Kindes, mit dem ihr Buch beginnt. Und es war klar, ich habe eine sehr starke Beziehung zur Zahl sieben von Kindheit an. Und es war einfach nur klar, ich muss diese Frau kennenlernen. Und ich habe sie kennengelernt, auch das auf Umwegen wieder. Manchmal die Wege der sieben sind immer ein Weg der Herausforderung. Dafür steht die Zahl sieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Als ich dort angekommen bin, hat sie mich begrüßt mit den Worten, warum kommst du denn jetzt erst? Du weißt doch, dass ich auf dich gewartet habe. Und das war damals für mich, hoppla, was ist das denn jetzt? Wir kennen uns nicht. Aber ich habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass wir uns gut kennen und dass sie sehr tief in mich hineinblicken konnte. Und dadurch, dass sie so starken Zugang hatte zu anderen Dimensionen und Zeiten, es auch ganz authentisch war, als sie zu mir gesagt hatte, ich habe dich gerufen, du hast mich gehört irgendwie. Auch wenn ich das nicht bewusst mitgekriegt habe. Und es ist gut, dass du jetzt da bist, der Zeitpunkt ist da und du wirst das weitermachen. Sie hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ich dazu Ja sagen konnte. Und wie gesagt, seit 30 Jahren, fast mehr schon als 30 Jahren,
hat auch, also mal, auch mein persönliches Leben auf den Kopf gestellt. Ich kriege die Fragen beantwortet, die ich von Kindheit an wissen wollte. Ne? Wie funktioniert das Leben? Warum sind Menschen so, wie sie sind? Ich möchte Menschen verstehen. Das hat mich immer sehr, sehr beschäftigt. Und dadurch, dass ich oft die Erlaubnis bekomme, Menschen in ihre Flaschen wiederzuerkennen oder letztendlich ihnen sogar ein bisschen von dem sagen zu können, wer da in ihnen steckt, ist das ein unglaubliches Geschenk und auch eine Erfüllung eines großen Wunsches. Ich möchte das Leben verstehen und ich möchte die Menschen verstehen. Ja. Ach, wie schön. Das hört sich toll an. Wenn ich jetzt noch nie mit Aura Summa zu tun hatte und ich komme auf eure Website und da sind ganz viele wunderschöne Flaschen und kleine Fläschchen und dann gibt es ja noch dieses Raumspray, was ich so sehr liebe. Ich habe zum Beispiel hier noch Erzengel Gabriel. Die kleine Flasche. Es gibt so viele wundervolle, jetzt nehme ich das Wort auch mal, weil das ist ja das Produkt, ja. Aber wir wissen, da schwingt so viel mehr. Aber ich sehe diese ganzen Produkte. Wie finde ich denn meins? Ja, jetzt ist das Internet zwar ein ganz schönes Medium und es ist auch kein schlechtes Medium, um eine Flasche auszuwählen. Der Idealfall ist, ich finde jemanden, einen Aurasoma Practitioner, der ausgebildet ist, der so ein komplettes Flaschenset live bei sich stehen hat und schaue mir die Flaschen live an. Jetzt ist das nicht so leicht möglich, schon gar nicht in diesen Zeiten, wo wir ja doch ein bisschen mit Kontakten Schwierigkeiten haben zu diesen Corona-Zeiten. Da ist das Internet sehr hilfreich. Also man schaut möglichst auf die Flaschen, ohne zu suchen. Man blendet seine Lieblingsfarbe aus und auch die Farbe aus, die man vielleicht nicht so gerne hat. Man schaut einfach. So neutral wie möglich. Und da, wo das Auge hängen bleibt, das ist die Flasche. Dann kann man mal gucken, was sind denn da so die Schlüsselworte für. Die haben wir ja da erwähnt, um ein bisschen Hilfe zu geben, an Interpretation. Aber auch das ist nicht wirklich der Weg. Man sollte sich einfach auf die Farbkombination einlassen. Das geht auch nur am allerbesten, wenn ich diese Flasche habe. Es ist ein himmelweiter Unterschied, eine Flasche nur zu sehen und dann auch in so einem Medium wie dem Internet, sondern und sie zu besitzen, sie tatsächlich in der Hand zu halten, die Energien zu spüren, die da drin sind. Das macht sofort etwas mit einem, wie man so schön sagt. Ja, ich halte die Flasche in der Hand, ich habe die Flasche in meiner Aura und da kommuniziert Farbe mit Farbe. Und es beginnt sofort, sich etwas zu bewegen. So wie ich vorhin beschrieben habe, wie Vicky es sehen konnte, dass sich in der Aura eines Menschen etwas tut, sobald er die Flasche in der Hand hat. So merkt man das natürlich selbst auch. Aber man muss sich ein bisschen in die Ruhe begeben, ein bisschen mit sich sein und die innere Stimme laut werden lassen. Ich erlebe es ja in meinen Seminaren täglich wieder. Genauso mache ich es dort. Schaut euch alle Flaschen an und findet die, die euch am meisten anguckt und nehmt sie. Nehmt sie in die Hand, bringt sie nah an den Körper. Und was ich immer wieder erlebe, ist, es kommen bestimmte Gefühle, es können Erinnerungen kommen, es können Bilder kommen oder es sind die Gedanken, die dann spontan durch den Kopf schießen, die diesen Menschen ein bisschen auf den Weg bringen, wo er hingucken sollte, was ihn beschäftigt. Ich habe immer die große Packung Taschentücher da stehen, weil da laufen viele, viele Tränen, weil es kommen die Wunden zutage, die geheilt werden wollen. Es kommt das zutage, was im Ungleichgewicht ist. Und das, was vielleicht losgelassen werden kann über eine erneute Betrachtung oder wir sprechen dann darüber. Und die Dinge lösen sich, aber am meisten lösen sie sich, wenn die Farben auf den Körper kommen, weil die
letztendliche Kommunikation der Substanzen einer Equilibriumflasche oder auch eines Pomanders in der Aura, die löst es aus, weil eine Kommunikation mit der Zellerinnerung passiert. Jede Zelle trägt Bewusstsein und hat gespeichert, was wir jemals erlebt haben. Ja. Jetzt ist ja Wiki War nicht mehr menschlich unter uns. Wie ging es denn dann weiter mit Aura Summa? Sie hat noch zu Lebzeiten ihren Nachfolger gefunden, Mike Booth, der seit ihrem Tod 1991 Aura Summa leitet und sozusagen aus den Kinderschuhen übers Teenageralter ins Erwachsenenalter begleitet hat. Auch sie hat ihn geschult. Sie haben sich gegenseitig geschult, weil auch Mike über sehr außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, was Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit und dergleichen angeht. Und so konnten sie auch immer ihre Wahrnehmung abgleichen. Da waren also zwei hochbegnadete Menschen miteinander unterwegs und die hatten dieses, ja, ich sage nochmal, Produkt in die Hände gelegt bekommen. Und wie gesagt, in seiner Obhut ist es weitergegangen. Ich habe auch meine Ausbildung bei Mike absolviert und auch immer noch wieder. Aura Summa entwickelt sich ja ständig weiter. Mhm. Als ich Aura Summa getroffen habe, hatten wir mal knapp 60 Flaschen. Heute reden wir von 122 Flaschen. Mike ist derjenige, der die neuen Flaschen auf die Welt herunterbringt, unter geistiger Führung und auch aus dem Kontakt mit Wiki Wall aus der anderen Welt. Und so entwickelt sich das System weiter. Es muss sich weiterentwickeln, weil jede neue Aura Summa Flasche, Farbkombination, ich rede jetzt wieder von hier diesen zweifarbigen Flaschen, nehme ich mal eine andere. Jetzt sehen wir nicht gerade eine zweifarbige, aber da ist die orangefarbene Flasche als Beispiel. Jede dieser Flaschen ist ein Spiegel des momentanen Zeitbewusstseins der Menschen, beziehungsweise es ist das, was wir gerade zu lernen haben, der Bewusstseinsschritt, der dran ist für diese Zeit. Und insofern ist es wichtig, dass da eine Begleitung ist, die oder eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, die das auch gut macht. Und das macht er prima. Wie schnell wirkt denn Aura Summa? Das ist eine Frage. Ja, das kann im Moment wirken und es kann sehr lange wirken. Das wissen wir nicht. Wann merken wir eine Wirkung von was? Wir sind es gewohnt aus der Tradition heraus, man hat ein Mittel, man nimmt eine Tablette und die wirkt. So geht das mit Aura Summa nicht. Ich setze mit Aura Summa einen Impuls. Ich setze einen Farblichtimpuls in den Körper oder in den feinstofflichen Körper. Und dieser Lichtimpuls wirkt, der wird sich fortsetzen durch alle Schichten unseres Seins, bis er dann irgendwann mal vielleicht in unserem Tagesbewusstsein angekommen ist. Ich kenne auch das Phänomen, dass jemand sagt, so jetzt habe ich eine Flasche, aber ich merke nichts. Ich sage immer, warte ab. Und jedes Mal ist es so, dass er irgendwann dann wieder anruft oder im nächsten Seminar, wenn wir uns sehen, sagt, stimmt schon, jetzt ist was angekommen. Manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit, um sich durchzufiltern in unser Bewusstsein. Es kommt eben auch darauf an, wie viele Krusten liegen denn so drüber? Ist jemand schwer verletzt, traumatisiert in seinem Bewusstsein, um mal den härtesten Fall hier anzusprechen, der so sein kann. Das kann einfach dauern. Ja, das muss aufgeweicht werden. Das braucht ja Behutsamkeit. Das kann nicht mit einem Schlag einfach wieder da sein. Und deshalb kann ich da wirklich nicht sagen, es wirkt unmittelbar oder in 3 Tagen. Der Mensch muss mitgehen. Der Mensch muss auch offen und bereit sein.
Jetzt sind wir ja in so einer Zeit, die, naja, alles von unten nach oben holt, würde ich mal behaupten. In einem sehr großen Wandel in die neue Welt. Wie kann Aurasoma da unterstützen, vor allen Dingen, was das Thema Ängste angeht? Ja, gut, das kann ich erstmal pauschal beantworten. Die Farbe für, bei, gegen Ängste, wenn man es überhaupt so sagen kann, ist gelb. Und gelb, der schöne Gegenpol zur Angst, ist die Freude und die Leichtigkeit. Und die verlieren wir natürlich in diesen Zeiten doch sehr leicht. Und da würde ich sagen, gelb ist das Standardmittel, was jetzt, egal in welcher Form, ob in der Form hier unserer gelb-goldenen Solarplexusflasche, wo die Körpermitte angesprochen ist, oder über einen gelben Pomander, das sind so die gängigsten Mittel und wir merken das auch. Die Menschen wissen es. Wir merken es tatsächlich. Ja, da sind wir dann mal wieder in einer ganz irdischen Welt. Wenn wir unsere Zahlen angucken, welche Flasche geht denn gut nach dem Motto, dann ist das im Moment orange, ist das also im orangefarbenen Bereich, im gelb-roten Bereich oder im rein gelben Bereich. Das ist wirklich gefragt und die Menschen wissen instinktiv, welche Farbe ihnen da gut tut. Ein anderer Aspekt, der in dieser Zeit sehr, sehr wichtig ist, ist die persönliche Stabilität, in seiner eigenen Wahrheit zu bleiben. Es strömen so viele Meinungen und Ansichten auf uns ein, das warum, wieso, weshalb und worum geht es denn hier jetzt eigentlich? Das schon wieder, wir sprachen vorhin schon mal, der Mensch hat immer die Tendenz, sich irgendwelchen Trends anzuschließen und dabei sein Innerstes zu vergessen. Und keiner weiß mehr so richtig, wo er steht in dieser Zeit. Und da hilft auch also mal wirklich ganz besonders, diese Festigkeit in sich selbst zu finden und auch selbstkritisch hinzuschauen, wo bin ich mir treu und vor allen Dingen, wo gehe ich meinen Ängsten nach? Ein so markantes Thema, was du da angesprochen hast, weil Angst ist das stärkste Medium, um uns von uns selbst zu entfernen. Da hat Vicky Wall auch immer einen sehr schönen Ausspruch gehabt. Sie hat immer gesagt, Liebe und Angst können nicht im selben Raum existieren. Also der wahrhaftige Gegenpol zur Angst ist die Liebe. Und da gehen wir dann zur Farbe Pink. Und zur Selbstliebe, weil das Rosa bringt uns in Klarheit darüber, was sind meine wahren Bedürfnisse, meine wahren Bedürfnisse. Und nicht die eines Trends oder einer Richtung oder einer übergeordneten Macht, damit haben wir ja nun viel zu tun. Wir müssen uns alle richten nach Regeln und so weiter und so fort. Und wo bleiben meine eigenen Bedürfnisse, meine wirklich echten Bedürfnisse? Und das hinterfragt dann auch alles, so wie es jetzt ist. Ist es denn wirklich mein Bedürfnis, in der Welt herumzureisen? Brauche ich das, um glücklich zu sein? Brauche ich das, um Freude zu haben? Ich denke, das ist die große Chance dieser Zeit, dass wir alle ein bisschen mehr auf uns zurückgeworfen werden, auf uns selbst. Und uns zu fragen, was brauche ich denn eigentlich oder was ist wichtig im Leben? Natürlich ist die Gesundheit wichtig im Leben. Natürlich ist auch die Existenz wichtig im Leben. Und da sind ja sehr, sehr viele Menschen leider an ihre Grenzen gebracht worden. Und dennoch in der Härte dieser Situation kommen dann auch auf einmal neue kreative Ideen. Ich kenne viele Menschen, die wirklich an ihre Grenzen gebracht wurden, existenziell, die aber so spontan eine neue Idee entwickelt haben und in ihre Kreativität gekommen sind und quasi einen Seelenweg betreten haben, der sie wesentlich glücklicher macht als das, was vorher war. Das sind die schönen Seiten dieser schwierigen Zeit. Wenn wir aber in der Angst bleiben, und das wird dann so ein Hamsterrad, dann ist es einfach
nicht mehr so schön im Leben. Und deshalb ist meine nächste Empfehlung, da rein mit dem Gelb auch immer das Rosa zu benutzen. Das ist so schön, wie du das gerade beschrieben hast. Denn Gelb und Rosa sind sozusagen meine Markenfarben auf meiner Website und bei Social Media und so weiter. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ich freue mich jetzt umso mehr. Richtig ja, schön. Vielleicht hast du damit auch ein Stückchen deines Seelenweges oder ne, unser Seelenweg sollte eigentlich unser wahres Bedürfnis sein. Ja. Und wir sind als Seele auf die Welt gekommen, um zu wachsen und vor allen Dingen, um der Welt etwas Gutes zu tun und das zwischenmenschliche Miteinander freudig und lebenswert zu gestalten. Da haben wir eine ordentliche Arbeit, würde ich sagen. Aber auch Absolut. dabei ist Arasoma ein unglaubliches Hilfsmittel, weil es eben das Bewusstsein der Menschen modifiziert in ihren Ursprung. Und wenn wir alle mal unsere Krusten der schlechten Erfahrungen und der Erlebnisse, die wir so gehabt haben, ablegen würden dann oder können, dann wird wahrscheinlich etwas anderes im Kern von uns selbst übrig bleiben. Wunderschön. Gibt es beispielsweise eine Flasche oder jetzt von den Pomandern eine, wo du sagst, das ist so eine absolute Empfehlung, um wirklich so in seiner inneren Mitte zu bleiben und in noch mehr in die Kraft zu kommen oder mutig auch zu sein, weil das, was ich immer wieder gerade auch rausgebe, dass es eben den Mut braucht, diese neuen Wege zu gehen. Und das sind Wege, die sind wir alle noch nicht gegangen. Aber einer darf immer wieder vorangehen und damit je mehr es dann eben sind und sich einfach austesten und ausprobieren und wir darin Unterstützung haben, ist das natürlich immer wieder auch ein tolles Tool. Ja, da würde ich sofort sagen, da ist der goldene Pomander im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Denn die Farbe Gold bringt uns unseren Selbstwert, macht uns unseren Wert bewusst. Und hilft uns auch, in uns stabil zu sein. Und ja, mir fällt dabei ein, dass Gold in der Natur sich nicht verbindet. Gold ist authentisch zu sich selbst. Und um diese Authentizität geht es, glaube ich, im Moment. Und es ist die Farbe der tiefen Freude. Und es ist nicht die Freude, die etwas im Außen sucht. Nur dann freue ich mich, wenn das und das da draußen passiert. Sondern es ist die innere Freude, die Daseinsfreude, überhaupt erstmal noch da zu sein und Möglichkeiten zu haben. Und wenn wir erkennen, was wir selbst wert sind und was unsere Werte sind und denen folgen, dann ist das meistens schon eine gute Basis für unser Glück. Wie schön. Und das, was ich jetzt im Außen sehr stark erlebe, dass sich viele in einem Gefängnis fühlen. Und immer wieder sage ich auch, dieses Gefängnis hat mit C-Punkt eigentlich gar nicht wirklich zu tun. Das Gefängnis war oft schon vorher da. Also ob das jetzt das Gefängnis des Mangeldenkens ist, des materiellen Denkens oder des höher, weiter, schneller, also immer wieder in diesem und noch mehr und noch mehr und noch mehr, da hängen ja ganz viele drin und es wird jetzt mehr und mehr bewusst gemacht. Was könnte mich zum Beispiel unterstützen, um noch mehr innere Freiheit zu bekommen? Wäre es dann auch der Goldpomander beispielsweise? Ja, der ist ein guter Wegbereiter dafür. Wenn du aber so von Freiheit sprichst, das Element, dann würde ich das Türkis noch mit in die Waagschale werfen. Denn Türkis ist die Farbe, die die Wahrheit unseres Herzens zum Ausdruck bringt. Im energetischen Bereich liegt es genau zwischen Herz hier und Blau da. Und also hier im Schulterbereich. Und es bringt das Herz zum Sprechen. Und Türkis ist die Farbe des kindlichen Forschergeistes. Mit dem Türkis bringen wir uns so ein bisschen zurück in die Welt des Kindes, die Neugierde des Kindes, die das Leben eigentlich noch nicht kennt und alles gerne ausprobiert. Ja, da fasst man auch schon mal auf die heiße Herdplatte,
Aber es bringt uns dahin zurück, diesen Mut wieder zu haben, neugierig zu sein und zu schauen, was ist denn da? Na, ob es das Schneckenhäuschen ist, was man da draußen mal gefunden hat und dann untersucht und die Spiralen anschaut und darin aufgehen kann, etwas zu entdecken. Und für den Erwachsenen, ja, wir müssen das Leben neu entdecken. Die Schemata der alten Zeit funktionieren eigentlich nicht mehr. Wir sehen es in jeder Hinsicht. Und da wird auch Türkis helfen, wirklich innovativ zu sein. Denn das ist die Farbe der Innovation. Wie schön. Du hast das jetzt schon ganz kurz angesprochen, Thema Kinder. Ist denn Aurasoma auch für Kinder geeignet? Top. Ja, also Kinder haben wir natürlich auch sehr spezielle Flaschen. Es gibt ein sogenanntes Kinder-Chakra-Set, das dafür besonders ist. Ja, auch die habe ich mal so parat gestellt. Da wird es ganz zart. Alle diese Kinderflaschen haben eine weiße, klare obere Hälfte. Und das spricht so auch so ein bisschen von der Unberührtheit des Kindes. Ja, das Kind geht eben noch, ja, anderes Wort gibt es gar nicht, unberührt, es ist nicht geprägt so sehr vom Leben. Und es schaut mit klaren Augen in die Welt, es ist noch nicht gefärbt in irgendeine Richtung. Und das brauchen wir in dieser Zeit auch wieder als erwachsene Menschen, weil wir sind schon sehr gefärbt vom Leben und wie es war. Und für die Kinder dieser Zeit ist es auch gar nicht so einfach, denn die ältere Generation, ob nun Großeltern oder Eltern, färben das Kind ja wieder durch Erziehung. Und diese Aurasoma Kinderset-Flaschen sind besonders hilfreich, das Kind in seinem eigenen zu lassen, in seinem eigenen zu bestärken, was der innerste Kern ist. Die haben eben, wie gesagt, das sind unsere Flaschen hier 11 bis 15 und dann noch die 20 dazu. Ein Foto da hängt auch dahinter mir von der 20. Das sind ganz besonders die Flaschen fürs Kind, aber nicht zu vergessen das innere Kind im Erwachsenen. Die Kindheit prägt. Das Kind, das wir waren, wird ewig in uns leben. Und die Prägungen sind eben nicht ganz so leicht abzuwerfen. Also das Mama hat gesagt und Papa hat gesagt, das hört man noch lange im Ohr. Auf jeden Fall. Das kenne ich. Du hast jetzt da was so Schönes erwähnt mit den Zahlen. Also ich nehme jetzt mal hier die zwei Flaschen, da sieht man vielleicht die zwei Zahlen auf den Kopf gestellt. Was haben denn diese Zahlen auf sich? Ja, die Zahlen haben eine Menge auf sich. Wir arbeiten nicht nur mit dem Element Farbe, sondern auch mit dem Element Zahl, also mit der sehr alten Weisheitslehre der Numerologie. Und du sagtest ja am Anfang schon, am 11.11. haben wir uns getroffen. Und wenn es eine Aurasoma-Zahl gibt, dann ist es die 11. Und ich habe hier auf meine Computeruhr geguckt. Übrigens, wirklich angefangen haben wir tatsächlich um 11.11 Uhr. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Das habe ich sofort bemerkt. Und die Flasche 11, ich hatte sie gerade schon mal in der Hand. Gucken wir uns die mal an. Na, kann man sie so sehen? Ja. Also für die, die nur hören, sie ist oben durchsichtig, klar sagen wir dazu, und unten rosa. Das Rosa der bedingungslosen Liebe. Ich hatte ja schon beim Namen Aurasoma angefangen, eine Erklärung abzugeben. Warum ist jetzt die 11 so wichtig für Aurasoma? Übersetzt man die Buchstaben des Namens Aurasoma in Zahlen, dann ist immer der Anfangsbuchstabe, also das A von Aura und das A am Ende von Aura, eine 1. Und das Soma ist, dann haben wir wieder ein A am Ende, ist auch eine 1, und das S ist auch eine 1. Haben wir also sozusagen Rahmenbedingungen bei Aurasoma mit lauter Einsen, die zusammen gesehen eine 11 sind. In der Numerologie bedeutet die 11 immer eine Tür,
ein Tor, durch das etwas kommt. Und Arasoma ist also in sich ein Tor. Wenn wir die Elf dann anschauen und interpretieren, dann sagen, was kommt, was ist Arasoma eigentlich? Es ist das Licht der Liebe. Liebe bringt immer Licht. Liebe bringt, heilt alles. Liebe macht immer alles besser. Liebe tröstet. Wir können jeden Lebensbereich uns anschauen und wir würden immer darauf kommen und sagen, Liebe ist die beste Medizin. Wie schön. Und du hast ziemlich am Anfang hast du was erwähnt zum Thema Kristalle. Was haben denn Kristalle mit Aurasoma zu tun? Auch das eine Menge, weil sie sind da drin in den Flaschen. Auf unterschiedliche Art und Weise. In den frühen Jahren von Aurasoma sind die Kristalle über radionische Effekte, also nur energetisch übertragen worden, und zwar durch Klang. Heute hat es sich in der Weiterentwicklung von Aurasoma so gezeigt, es sind Kristallessenzen drin, also flüssige Kristalle, die auf einem ganz bestimmten alchemistischen Wege eben hergestellt werden, aus Kristallen. Und das ist ein sehr, sehr komplexer Weg, den der Kristall nimmt. Der kriegt erstmal in England bei Aurasoma quasi etwas über seine Aufgabe gesagt. Und dann geht er zu einer ganz bestimmten Firma, die diesen Kristall alchemistisch in eine Flüssigkeit verwandelt. Die sind hochpotent, diese Flüssigkeiten, und die kommen in einem ganz geringen Maße. Bei der Herstellung werden sie in die Flüssigkeiten integriert. Wir haben Kristalle in ein paar außergewöhnlichen Flaschen auch tatsächlich in kristalliner Form drin. Das sieht man, da glitzert es in den Flaschen. Die sind besonders schön anzuschauen und haben dann auch noch eine ganz besondere Bedeutung, da wo die Kristalle also sichtbar werden. Das wäre jetzt ein bisschen zu komplex, wenn ich darauf noch eingehe. Wenn wir schon von den Inhaltsstoffen sprechen, dann dürfen wir natürlich die Pflanzen nicht erwähnen. Das ist richtig. Das andere Element der Inhaltsstoffe, und da wir ja ein Öl- und einen Wasserteil haben in dem Produkten oder jetzt in der Equilibriumflasche, ist es so, man kann eine Pflanze auf ihrem wässrigen und auf ihren öligen Bestandteil extrahieren. Und so ist es ganz logisch, der wässrige Bestandteil kommt in den wässrigen Teil, der ölige, das ätherische Öl kommt in den öligen Teil, daher kommen die feinen Düfte in den Produkten. Und die Pflanzen entsprechen immer der Farbe, die dann nachher die Flüssigkeit bekommt. Die Pflanzen machen nicht die Farbe, da werden dann Pflanzenfarben zugesetzt, damit unsere Aurasoma-Flaschen farbig sind. Also wir haben die Energien von Pflanzen und Kristallen in unterschiedlich potenzierter Form in diesem Produkt. Das ist ein recht komplexer Herstellungsprozess, den man, wenn wir dann mal wieder nach England fahren können, auch zum Teil miterleben kann. Man darf rein, man kann schauen, wie die Flaschen hergestellt werden. Das ist immer sehr, sehr beliebt bei den Gruppen, die ich begleitet habe. Und für mich auch immer wieder schön und auch immer wieder neu, weil zusätzliche Dinge hinzukommen. So ein ganz wichtiges Element, das Vicky auch Mike ans Herz gelegt hat, das Produkt muss immer zeitaktuell sein. Und ein Teil der Aufgabe ist auch, in Herstellungsverfahren zu schauen, Kristalle zu finden, die neu an die Erdoberfläche kommen, diese eventuell zu integrieren. Es ist ein ganz lebendiger Prozess, diese Herstellung der Aurasoma-Produkte. Wow. Ja, ich freue mich noch mehr, dass ich sie immer nutzen kann und bin da wirklich auch sehr, sehr dankbar, weil sie sehr unterstützen. Und du hattest auch kurz erwähnt das Thema Trauma. Und ja, wir stecken ja gerade wie in einem kollektiven Trauma. Gibt es speziell was für Trauma bei Aurasoma? Ja, die Flasche hatte ich schon in der Hand hier. Das ist die orange-orangefarbene Flasche. Und damit ist auch die Antwort gegeben, es ist die Farbe Orange. Und wenn du das erwähnst, wir stecken gerade so in einer Zeit, da möchte ich einfach nur zu ergänzen, dass
Im Laufe des letzten Jahres haben wir 3 neue Flaschen bekommen. Und also sind ins System dazugekommen und die haben alle eine orangefarbene Hälfte. Alleine das sagt uns schon wieder, wie sehr Aura Summa in der Zeit mitschwingt. Das ist Orange ganz, ganz wichtig, weil die Beziehung von Orange ist hauptsächlich in den emotionalen Körper des Menschen, also da, wo unsere Gefühle sind. Und du hast von Angst gesprochen, die ist im Moment eben sehr, sehr groß und auch sehr tief. So sehr ich gesagt habe, gelb ist die Farbe der Angst. Wenn es so richtig tiefe Ängste sind, die eben in Richtung Trauma und Schock gehen, dann gehen wir auf Orange. Und es ist auch Rachen, wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass Aura Summa in Zahlen übersetzt eine 11 am Ende jeweils hat. So gibt die Gesamtsumme aller Buchstaben in Zahlen übersetzt von Aura Summa eine 26. Und die 26 ist nämlich genau diese Flasche, die orangefarbene Flasche. Also ein Teil der Mission, der Bestimmung von Aura Summa für diese Welt ist es, Schock und Trauma zu beseitigen bzw. zu helfen oder aber neutraler und auch mal ein bisschen weggenommen von Schock und Trauma, den Emotionalkörper der Menschen in Balance zu bringen. Auf der emotionalen Ebene wackeln wir zuerst. Wir reagieren zuerst über unsere Emotionen. Wenn irgendetwas passiert, ist sofort unser Gefühlsleben mit einbezogen und es beginnt zu schwanken. Und das kann in die ganz extreme Richtung gehen, eben von tiefer Verzweiflung bis hin zur gänzlichen Begeisterung am Leben. Und da eine Balance zu finden im Emotionalkörper ist ganz, ganz wichtig. Denn nur wenn wir unsere Emotionen balanciert haben, können wir auch klar denken. Das ist die Folge davon. Und so baut sich auch wieder die Auraschicht auf. Ne? Der Emotionalkörper ist nah an unserem physischen Körper. Der Mentalkörper ist die nächste Schicht draußen. Ne? Und wenn die untere Schicht schon nicht in Ordnung ist, wie sollen wir denn mit den weiter äußeren Schichten gut klarkommen? Deshalb ganz, ganz wichtig. Und da haben wir Aura Summa nochmal erkannt. Das ist sozusagen Aura Summa in einer Farbe ausgedrückt. Total schön. Und die schöne Sache ist, Vicky Wall hat ja die Flaschen auch mit einem Namen noch eine Begleitung eines Namens gegeben. Und hier bei der orangefarbenen Flasche ist es Humpty Dumpty. Das ist jetzt nicht so bekannt im deutschen Sprachraum. Es ist ein englischer Kinderreim. Und da geht es um ein Ei, ein sehr fröhliches Ei, was auf der Mauer herumspringt und tanzt, aber es fällt leider runter. Und was passiert mit so einem Ei? Das geht dann in 1000 Stücke, die Schale ist zerbrochen und die Essenz zerfließt. Und dieser Kinderreim endet auch so. Also der König bringt alle Soldaten an den Staat, aber die kriegen leider dieses glückliche Ei nicht wieder hin. Und Vicky hat dann ergänzt, aber diese Flasche 26, die kann das. Die kann Situationen wieder reparieren und kitten, selbst wenn die Schale zerbricht und selbst wenn im schlimmsten Falle unsere Essenz zerfließt. Hilft Orange, uns wieder zusammenzubringen. Ja, wunder, wunder, wunderschön. So schön erklärt. Ich hatte mal im Podcast, im Interview, Lorna Byrne. Und wir durften ganz viel lernen über die Engel. Und Lorna Byrne ist ja absolute Expertin und steht in totaler Kommunikation mit all den Engeln. Was hat Aura Summa mit Engeln zu tun? Nun ja, Aura Summa geht durch alle, nenne ich es mal, Hierarchien der geistigen Welt bis an die Quelle. Und von der Quelle zur Erde, da haben wir himmlische Begleiter in unterschiedlichen Kategorien. Wir haben Erzengel und kleinere Engel und Schutzengel.
Und auch die haben wir, die sind erstens bei der Herstellung dabei. Die werden immer angerufen und zur Mithilfe gebeten, wenn eine Aurosoma-Substanz entsteht. Aber wir haben auch ganz spezifische Flaschen, die zum Beispiel die Erzengel alle beschreiben in ihrer Frequenz. Und so können wir die Frequenz dieser recht hohen geistigen Welt runter auf die Erde bringen und in unseren Körper, wenn wir es auftragen. Denn dann wären wir ein Engel auf Erden und das wäre ja auch nicht so schlecht. Schön. Und dann gibt es noch so Flaschen wie Saint-Germain zum Beispiel oder El Morya. Was haben die denn auf sich? Ja, Die das sind die Quintessenzen. Quintessenzen, Ja, genau. ich habe vorhin schon mal eine in der Hand gehabt. Da bewegen wir uns zu den äußeren Schichten der Aura. Ne? Ich halte sie nochmal hoch. Ich hatte hier jetzt mit der Farbe Grün dieses, kriege ich das hin, ja, dieses Beispiel gemacht. Ne? Wir haben hier also die körperliche Ebene ist die dichteste Ebene. Dann kommen wir in die Ebene der Pomander und wenn wir von den Quintessenzen reden, die Namen haben. Du hast zwei zitiert. Ich hätte jetzt hier noch Hilarion, das ist dann die grüne Quintessenz. Die sind für die äußeren Auraschichten. Und in diesen äußeren Auraschichten legen wir unser polares Bewusstsein ab. Wir denken ja zwischen gut und schlecht und rechts und links und Mann und Frau. Ne? Wir leben in einer dualen Welt. Und letztendlich aber gehen wir in die geistige Welt, löst sich die Dualität auf. Und die Quintessenzen beschreiben die unterschiedlichen Aspekte und Schritte, wie wir die Welt des Alleinsseins oder der Nichtpolarität erleben können. Im Geist sind wir alle eins, ne? Dieses Sprichwort gibt es. Und in dieser Ebene führen uns die Quintessenzen, wo wir alle eins sind. Und was ganz ja, noch ein schönes Beispiel ist, sie bringen die Sichtweise in eine erhöhte Position. Sozusagen, wir gucken von oben auf die Dinge rauf. Und wenn wir von oben gucken können, gucken wir neutraler. Wir sehen auch viel mehr Zusammenhänge, ne? Das ist die bekannte Eagle View. Und von dort oben sehen wir Details. Wir sehen das Netzwerk, aus dem sich vielleicht unsere Situation, mit der wir gerade hadern, zusammensetzt. Und wir kriegen den größeren Überblick. Deshalb heißen sie auch Meisteressenzen. Da gucken wir ein bisschen aus dem inneren Meister von uns selbst auf das, was uns beschäftigt. Und dazu gibt es ja, also nicht bei den Meistern, aber jetzt hier Erzengel Gabriel, habe ich so ein kleines Fläschchen. Und die wendet man ja auch ein bisschen spezieller an. Das ist jetzt kein Genau. Raumspray, sondern erklär doch mal, was diese kleinen Fläschchen hier auf sich haben. Ja, das ist ein Auraspray und wenn wir von den Schichten gesprochen haben der Aura, dann sind wir jetzt so ziemlich am Ende angekommen, am obersten Ende. Diese Erzengelspray oder korrekt gesagt Archangel-Leu-Spray werden nur noch oberhalb des Kopfes versprüht, quasi wie in einem Bogen, so ein Heiligenschein. Ein Sprüher hier, einer da, einer da. Und dann lässt man es einfach runterrieseln. So die Anwendungsweise. Die sind gar nicht so einfach zu erklären, diese Archangeloi. Das ist ein Verbundsystem der Erzengel, die miteinander arbeiten. Es gibt 9 verschiedene Archangeloi-Spray und diese 9 arbeiten eigentlich zusammen. Und der eine alleine, wenn du jetzt Gabriel hast, vertritt wieder einen bestimmten Aspekt aus dem Dachverband der Erzengel. Und dein Erzengel Gabriel, hast du gesagt, der ist immer zuständig für die göttlichen Botschaften oder für die Botschaften, die aus höchster Ebene von dir selbst oder aus höchster Ebene der geistigen Welt zu dir kommen können. Erzengel Gabriel war wir nähern uns ja der Weihnachtszeit jetzt hier, der den Hirten auf dem Feld gesagt hat, geht mal nach Bethlehem. Ja, also mein Freund und ich, wir haben beide eine Flasche und das immer vor zu Bett gehen, nutzen wir die. Und Erzengel Gabriel begleitet uns schon sehr, sehr lange, auch in den
manchmal, also ich sehe ihn sehr selten, aber manchmal sehe ich ihn und in ganz besonderen Momenten. Und das ist immer sehr, sehr berührend. Deswegen schön, dass du das so erzählst. Mein Freund kommt ursprünglich aus Marokko und er heißt Gabriel Jibril. Und im Muslimischen hat er ja auch eine ganz, ganz große Bedeutung. Und ich liebe dieses Spray. Es ist einfach, es ist absoluter Begleiter für mich jeden Abend. Sehr schön. Ja, und er wird seine Botschaften vermutlich über Träume und die Intuition dann auch zu dir bringen. Ne? Ja, mich würde noch mal interessieren, das ist mir jetzt gerade noch so gekommen, weil ein ganz großes Thema neben diesen Ängsten und der Orientierungslosigkeit ist ja auch dieses Mangelthema. Also wir haben immer, also ich rede jetzt einfach mal wir allgemein, ein großes Thema mit Mangel. Also wir können auch eine Fülle an Mangel haben und sei es Geldmangel oder ich bin nicht gut genug. Ich meine, Selbstwert hatten wir schon, aber vor allen Dingen ist der Fokus ja hier im Westen sehr stark auf Geld. Wie können wir oder gibt es dort etwas, wo du sagen würdest von Aura Soma, das unterstützt da gerade, um sich da so ein bisschen mehr rauszuigeln, rauszubefreien aus diesem vor allen Dingen Geldmangel und Mangel, dass ich bin nicht gut genug. Letztendlich wären wir da wieder beim Gold. Ich bin nicht gut genug, ist der Selbstwert. Aber es ist, glaube ich, etwas anderes. Es ist Tatsache, dass woran wir glauben, wird Wirklichkeit. Und solange wir glauben, dass wir im Mangel sind und dem auch noch Kraft geben oder darüber jammern oder uns beklagen, dass das alles uns so nicht gefällt, kriegt dieser Mangel ewig wieder Energie. Da muss man sein Bewusstsein switchen und sagen, ich visualisiere mir etwas anders. Die Kraft unserer Vision und unserer Fähigkeit zu materialisieren, die ist uns ja doch ziemlich aberkannt oder auch vergessen worden. Das bringt uns zurück zu dieser Flasche 11. Die ist wirklich ein Allrounder in vielerlei Hinsicht. Sie hat den Namen Essener-Flasche und die Essener waren ein Volksstamm, die das sehr gut wussten, wie Materialisation funktioniert. Sei immer in der Liebe motiviert und stelle dir in Liebe vor, was deine Realität werden soll. Und das wäre eine Flasche, die das unterstützt. Sie tut es nicht für einen. Das möchte ich ganz klar sagen. Ein Aura Summa Produkt ist ein unglaubliches Hilfsmittel, eine Unterstützung, dass wir unser Bewusstsein shiften können. Aber wir müssen es tun. Wir müssen es immer noch selber tun. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes haben wir ein Genie in the Bottle. Aber wir müssen mitmachen, wir müssen mit dem kommunizieren und wir können nur das werden, was wir uns vorstellen, was wir uns zutiefst wünschen, von Herzen wünschen und dem Kraft geben. Und dann Dann können wird auch die gute Idee kommen, die ja. man braucht, um aus dem Mangel zu kommen. Ich habe, so ist Aura Summa zu mir gekommen. Ich habe irgendwie in einer schwierigen Lebenssituation gewusst, es wird auf jeden Fall gut weitergehen. Mehr Basis hatte ich nicht als das. Und dann ist Aura Summa wie vom Himmel gefallen. Aber ich bin dem nachgegangen. Und ich hatte ein paar Menschen um mich drum herum, die mich auch in diese Richtung geschubst haben, die mich ermutigt haben. Das waren sozusagen meine Engel auf Erden, die gesagt haben, komm, das ist dein Ding, mach das, du kannst das, tu es. Ja, und das ist auf etwas in mir getroffen, wo ich Vertrauen hatte, dass alles gut wird. Und das ist die wichtigste, das wichtigste Ingredient. Vertrauen stärken ist blau. Blau ist die Farbe des Vertrauens. Super, ja. Es gibt so viele schöne Farben bei euch auf jeden Fall. Und danke für die Erinnerung, für das Wording. Das darf ich gerade mal ändern. Von wir zu das Kollektiv habe ich damit gemeint, weil aus diesem Mangel bin ich
glücklicherweise größtenteils ausgestiegen und fühle mich doch in der meisten Zeit in der Fülle. Aber natürlich, ich sehe ganz stark immer wieder oder bemerke dieses Mangeldenken ganz oft und ne, dieses auch Handeln aus dem Mangeln heraus dann. Auf jeden Fall, da ist auch keiner so wirklich frei von. Das ist, ja. Und es werden so unglaublich viele Bedürfnisse geweckt von, was kann man noch alles haben wollen. Das ist ja auch in der Welt riesig groß gemacht. Und Reduktion, wir sind nicht mehr so bereit, uns zu reduzieren auf das Wesentlichere. Ja, und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Was macht uns wirklich glücklich? Und um glücklich zu sein, brauchen wir einfach eine gute Portion Liebe in uns, um uns drumherum. Selbstliebe, Liebe von anderen, fängt vielleicht mit Freundlichkeit an. Absolut. Ja, du sagst auch noch, dieses mit dem Konsumieren. Das ist ja wirklich eine große Thematik. Es wird in Kürze wird noch ein Podcast kommen zu bewusstem Konsum und Konsumverhalten, weil es mir auch ein Anliegen ist. Und ich meine, egal wo du wirst ja immer wieder angeregt zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen. Und ich stelle mir immer die Frage, brauche ich das wirklich? Unterstützt es mich in dem, wo ich jetzt bin oder wo ich zum Beispiel hin möchte? Und ich hatte gerade gestern eine Freundin dran, mit der habe ich telefoniert und sie hat mir erzählt von einem Schwangerenkurs. Und da hat die Leiterin erzählt, dass zu früheren Zeiten in der Nazizeit wurde den Müttern sehr stark abtrainiert, ihre Kinder zu stillen. Denn wenn du die Kinder stillst, sind sie ja automatisch mehr bei sich, mehr in ihrer Kraft, als wenn du sie sehr schnell abnabelst von der Brust. Und dadurch wurden sie ja viel schneller zu Konsumenten und eben auch das, was sie vorhatten, viel schneller fügbar. Und das fand ich ganz interessant, dass das diese Leiterin von diesem Schwangerenkurs so erzählt hat und die Schwangeren, also was heißt gebeten hat, aber eben ihnen erklärt hat, wie wichtig es ist, eben sein Kind zu stillen. Und wie gut es eben ist. Und ich weiß auch, das Thema Schwangeren ist bei euch ja auch ein Thema. Wie kann Saura Summe bei Schwangerschaft unterstützen? Ja, bei Schwangerschaft über die 9 Monate oder sobald man es weiß oder auch vielleicht schon vorher, wenn der Kinderwunsch da ist. Wir sind schon wieder bei Rosa oder bei der Kombination, die dahinter mir hängt, der Star Child Bottle, die Sternenkindflasche. Denn in dem Moment, wo der Kinderwunsch da ist, beginnt sich irgendwo in den himmlischen Weiten die Seele, die sich diese Eltern dann gewünscht hat, auch darauf vorzubereiten, in die Inkarnation zu treten. Und da ist es eine super Sache, nicht nur für Mutter, sondern vielleicht auch für Vater, so eine Flasche zu benutzen. Während der Schwangerschaft, ich habe so viele Frauen in der Schwangerschaft begleitet, 9 Monate lang B20, B2, oder B11, wir sagen immer B für Bottle, also die Nummer 20, die Nummer 11 oder die 2. Und da sehen wir auch schon, wenn wir die Zahlen angucken, da geht alles auf die 2. Ja, die 20 ist eine 2, die 11 ist eine 2, die 2 ist sowieso eine 2. Und das ist die Zahl der Dualität, wo zwei Wesen aber dann vielleicht eins machen. Und sich so verschmelzen miteinander, eins und eins macht zwei, und hoffentlich in Liebe, dass etwas Neues daraus entstehen kann. Das ist eigentlich auch unsere Aufgabe von Mensch zu Mensch, ne? Jetzt verschmelzen wir zwar nicht so partnerschaftlich alle miteinander, aber zumindest diese Bereitschaft zu haben, auf den anderen einzugehen, in sehr nahe Form, dann würden wir einander besser verstehen. Ja, also aber zurück zur Schwangerschaft. Diese Flasche 20 ist eine wunderbare Schwangerschaftsbegleitung bis hin zur Geburt. Und wenn das Baby geboren ist, dann gehen wir dann wieder zurück auf die 11, weil das ist die noch, auch noch.
die Neugeborenenflasche. Und so sieht ja ein Baby auch aus, ne? Hoffentlich klar und rosa. Und es ist noch ein bisschen vor allen Dingen auch hilfsbedürftig. Man muss ihm erst noch zeigen, wie das Leben so funktioniert. Und das, was es am meisten braucht, ist Zärtlichkeit, Wärme, Geborgenheit. Das sind die Anfangsbedürfnisse eines jeden Menschen. Und daran sollten wir uns öfter mal erinnern, dass wir uns die auch wechselseitig noch geben, wenn das Leben schon weiter fortschreitet. Wunderschön gesagt, wunderschön. Und das nach 1:11. Richtig schön, genau richtig. Und also das merke ich mir in jedem Fall. Die Flasche, was war das für eine Nummer? Blau und rosa, wenn man einen Kinderwunsch hat? 20. 20, okay, super. Und mich würde interessieren, was waren deine berührendsten Momente mit Aura Soma? Oh mein Gott. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Berührendste Momente mit Aura Soma. Es war natürlich die Begegnung mit Vicky Wall und dieses so in Kontakt sein mit der Quelle, wo Aura Soma hergekommen ist. Denn sie war diejenige, die, sie hat es dann auch so gelebt. Sie war die Personifizierung dieses Aura Somas. Und ich habe mir irgendwie gedacht, das möchte ich auch gerne sein. Und diese Entscheidung an diesem Moment erinnere ich mich sehr genau, dieses zu realisieren, wie sie Aura Soma auf der Welt lebt, dargestellt hat, die Prinzipien lebt. Und irgendwie habe ich gesagt, ja, das will ich auch. Und ob das mein Leben so in diese Richtung gebracht hat, aber das war in mir ein ganz belebender und berührender Moment. Und dann ein anderer, der dann mehr mit dem Produkt Aura Soma oder den Flaschen zu tun hat, war zu realisieren, welches meine, in Anführungszeichen, Auraflasche ist. Die Farbkombination, mit der man sich immer identifizieren würde, in der man sich am meisten erkennt, die dein ganzes Wesen enthält. Das, ja, das war bestimmt auch einer der berührendsten Momente. Ist das die Geburtsflasche? Nein. Nein. Die Geburtsflasche setzt sich schlicht und einfach aus dem Geburtsdatum zusammen. Du nimmst die Quersumme und kommst dann auf eine zweistellige Zahl. Die lassen wir auch zweistellig. Würden wir sie runterrechnen auf die Ziffer, ist das wie so ein Grundbaustein. Aber die bleibt zweistellig, das ist sie nicht. Nein, die muss man finden. Die lässt sich nicht errechnen, die muss man erspüren, die muss man sehen. Das ist ein sehr, sehr spezieller Moment. Und für mich war es so, dass es war tatsächlich die erste Flasche, die ich jemals ausgewählt habe. An dem Nachmittag, an dem ich Vicky Wall kennengelernt hatte, hatte sie zu mir gesagt, nimm mal 4 Flaschen, ich zeig dir, wie es geht. So ganz locker flockig, und ich habe 4 Flaschen genommen. Und ich habe überhört, dass sie sagte, es ist jemand, der sich tatsächlich zutiefst erkennt. Aber es war sowieso alles so aufregend an dem Nachmittag. Und ich weiß, dass der Satz gefallen ist, aber dass ich ihm keine Bedeutung gegeben habe. Und so über 2, 3 Jahre ist immer wieder eine Flasche erschienen, für mich als eine sehr wichtige, markant positioniert in meinen Flaschenauswahlen. Und dann ist mir ein Foto in die Hände gefallen von jenem Nachmittag. Und meine 4 Flaschen standen da auf dem Tisch, von denen sie gesagt hatte, nimm mal 4 Flaschen. Und dann mit dem Kommentar, es ist jemand, der sich selbst erkennt. Und dann, also da sind mir wirklich die Schuppen von den Augen gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. So nach dem Motto, das darf doch nicht wahr sein. Du hast die Flasche, das war die erste, die du jemals ergriffen hast, und hast dann letztendlich 3 Jahre oder so gebraucht, um zu erkennen, das bist du in Farbe, so ungefähr. So schön. Wenn du Aura Soma in einem Satz beschreiben müsstest,
Wie wäre der? Liebe pur. Dann gibt es noch eine letzte Frage von mir. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir damit wünschen, was du willst, was wäre das? Für die Welt jetzt. Für die Welt? Mhm. Oh. Da gehen erstmal 1000 Gedanken durch meinen Kopf, aber ich würde der Welt einen paradiesischen Zustand wünschen, in dem die Natur vor allen Dingen, die Erde selbst geachtet ist, ihre Schätze geachtet sind, dass die Menschen es zu schätzen wissen, behutsam damit umgehen, sie pflegen und nähren und dadurch würden sie auch sich pflegen und nähren. Sie würden ihre Kinder in diesem Bewusstsein großziehen. Und ich glaube auch, dass das unsere Aufgabe ist. Das ist ein großes Wort, dieses Paradies. Aber wir wissen, glaube ich, alle, wie es sich anfühlen könnte, tief in uns drin. Von innen nach außen. Ja, Paradies ist nicht im Himmel. Paradies ist, haben wir hier zu erledigen. Mhm. Mir ist noch eine Frage gekommen. Und zwar, weil ansonsten hauen sie mich bestimmt. Was hilft gegen Liebeskummer? Grün. Hm. Liebeskummer ist oftmals verbunden mit, dass man an einem anderen Ort oder in einer anderen Situation sein möchte. Und grün ist die Farbe, die bringt einen in die Realität, in die Akzeptanz dessen, wie es ist, oder es erschafft den Raum dafür. Und sonst kommen wir wieder zurück zu Pink. Wenn Liebeskummer da ist, dann fallen wir meistens auch aus der Liebe zu uns selbst heraus, weil derjenige, der uns mal geliebt hat, verschwunden ist und alles das, was damit so zusammenhängt. Und da klingt auch schon wieder das Selbstwertthema an. Aber in der Selbstliebe zu bleiben, in Situationen, wo man nicht so gesehen wird, wie man gerne gesehen werden möchte, da gehört Liebeskummer rein. Mir fällt doch noch 1-2 Fragen ein, die ich ganz gerne noch stellen würde. Ich kenne das. Du bist ja gerade da, ne? Ich bin noch da, ja. Weil darüber haben wir gar nicht gesprochen, ihr habt Alchemistenflaschen. Oh je, ganz schwieriges Thema, ja. Erzähl doch mal, was ist daran schwierig? Die bringen so alles hervor, was man überhaupt nicht gerne sieht. Hm. Es sind tolle Flaschen, es sind ganz tolle Flaschen. Sie beschreiben, was passiert, wenn die Alchemie des Bewusstseins wirkt. Bestes Beispiel dafür ist und bleibt der Schmetterling für Alchemie. Die Alchemistenflaschen bringen eben ein neues Wesen hervor. Und wenn wir den Schmetterling betrachten, dann ist er eben erstmal die Raupe und krabbelt da so rum und futtert alle Blätter. Und dann irgendwann weiß die Raupe, sie muss sich einspinnen. Sie muss etwas anderes werden. Woher sie das weiß, keine Ahnung, aber sie weiß es. Und der Prozess, der dann in dem Kokon passiert, der ist vergleichbar mit dem, was die Alchemistenflaschen tun, um dann den Schmetterling zu produzieren am Ende der Kette. Aber es ist ein bisschen erforscht worden, was da so im Kokon des Schmetterlings passiert. Das finde ich auch ganz interessant, weil damit habe ich mich auch viel beschäftigt. Wie funktioniert eigentlich die Alchemie des Bewusstseins? Es geht in erster Linie um Loslassen der materiellen Formen. Ja, alles, was man schon mal erschaffen hat, die Raupe verlässt ja auch ihre materielle Form und wird dann vom Kriechtier oder Krabbeltier zu einem leichten, beflügelten Wesen. Und das ist das, worum es geht bei den Alchemistenflaschen. Sie fordern einen sehr stark in puncto Loslassen bestehender materieller Formen und Gegebenheiten. Mhm.
Ich sehe die oft erscheinen in Beratungen bei Menschen, die tatsächlich schon in einer Situation sind, wo das materielle Leben auseinandergefallen ist. Es kann in unterschiedlicher Form sein, Job verloren oder auch jetzt die Unwettersituation, hatte ich neulich einen Fall, wo einfach sehr viel kaputt gegangen ist an Haus und Hab und Gut. Und da erscheinen diese Flaschen. Eine Situation, wo man sich eine neue Welt erschaffen muss, quasi. Mir fällt doch noch was ein. Noch was anderes zu einer Nein. Summe auch. Und zwar, daran arbeite ich gerade. Und ich glaube, das ist auch ein starkes kollektives Thema. Und zwar, weil wir sind ja ganz viel so erzogen worden, ich werde geliebt für das, was ich tue. Und ich möchte noch mehr in die Essenz eintauchen, aber wahrscheinlich weiß ich schon, welche Flasche kommt, aber in das, ich bin geliebt für mein So-Sein. Ich muss nichts dafür tun und ich bin geliebt. Ja, wir sind wieder bei Rosa und Gold. Ja, das habe Kann ich mir nicht schon anders gedacht. sein, ja? Weil Rosa ist bedingungslose Liebe und Gold ist, ich weiß, wer ich bin, in der Tiefe von mir selbst. Schön. Okay, dann hätte ich jetzt die letzte Frage. Vielleicht fällt mir zwischendrin noch was ein, aber was mich persönlich brennend interessieren würde, ich weiß, bei euch gibt es Ausbildung. Man kann Ausbildungen machen. Magst du da mal kurz eintauchen? Weil ich weiß, dass es auf der Website nicht ganz so einfach zu finden ist, aber ich weiß es schon sehr lange und ich hatte ja immer und immer Retreats. Dann kam Corona und ich hoffe so sehr, dass ich einmal bei euch lande für eine Ausbildung, weil ich so fasziniert bin von Aura Soma. Ja, wir haben unterschiedliche Seminare. Also man kann Workshops zu unterschiedlichen Themen besuchen, aber das, was so der Kern ist, ist die Ausbildung zum Aura Summa Practitioner. Das heißt also, das wird dann ein Mensch nach 3 Kursen, der aus 4 gewählten Equilibriumflaschen ein Begleitungs-, ein Coaching-Gespräch führen kann, der den Menschen in seiner Seelenreise und auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung begleitet. In so einem Gespräch kann man dann den Finger auf den wunden Punkt legen, der am meisten im Weg ist, dass man sich weiterentwickelt. Und das ist aber auch ein sehr tiefer persönlicher Prozess, diese Ausbildung. Ich sage eigentlich, wenn jemand in Aura Summa ein bisschen tiefer einsteigen möchte, für sich selbst, für sein eigenes Umfeld, der sollte mal diese sogenannte Stufe 1 besuchen und gucken, was da alles so drin steckt. Und sich selbst 4 Tage lang mal nur im Umfeld von Aura Summa erleben. Weil wir brauchen natürlich immer lebendige Beispiele, wenn wir sowas lernen wollen. Und so sind wir dann 4 Tage miteinander beschäftigt, einerseits eine gewisse Technik zu lernen, wie gehe ich mit so 4 Equilibriumflaschen um, andererseits aber auch miteinander zu üben und hinzuschauen, wo steht denn jetzt hier mein mitlernender Kollege? Und das ist sehr, sehr spannend. Ich liebe diese Stufe 1 Kurse, weil ich sehe den Menschen kommen. Und sehe die Sorgenfalten auf der Stirn oder die Anspannung im Körper. Und nach 4 Tagen sieht der Mensch meistens etwas anders aus. Er hat eine Menge losgelassen oder erkannt. Und über dieses Erkennen alleine, das ist ja der Anfang fürs Loslassen und für die Veränderung, passiert schon unglaublich viel. Und da fallen so richtig die Groschen im Kopf. Ja, das glaube ich. Ich freue mich jetzt schon drauf, wann immer das sein wird. Ich weiß aber, ihr macht auch andere Weiterbildung, wie in die Engelrichtung beispielsweise, ne? Ja, genau, es gibt die 72 Engel der Kabbala, weil man kann auch so mal in alle alten Weisheitssysteme hinein verbinden. Über die Numerologie haben wir schon gesprochen und die Numerologie ist auch ein Teil der kabbalistischen Lehre sowieso. Wir können die Astrologie, wir können
letztendlich alles, was einem einfällt. Das I Ching passt hinein. Und da haben wir im Speziellen die 72 Engel der Kabbala. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber dann auch immer mal wieder Workshops. Du sprachst die Alchemisten an. Das ist schon auch ziemlich mein Hobby, mich mit dem auseinanderzusetzen oder da Menschen wieder zu begleiten, die in tiefen Wandlungsprozessen sind. Wenn eine neue Flasche kommt, mache ich immer einen Kurs zu der neuen Flasche. Was ist die Zeitqualität? Mit was haben wir uns jetzt auseinanderzusetzen? Wo müssen wir jetzt hingucken als Menschheit? Wo können wir das im Kleinen beginnen, für uns selbst und anderen helfen, eine persönliche Erfahrung mit dieser neuen Flasche zu machen und so weiter? Und dann habe ich ganz auch manches ganz Poetisches entwickelt. Wir haben ja zwei Flaschen, die heißen Hänsel und Gretel. Und da habe ich mir das Märchen mal vorgenommen und dann auch gefunden, wie diese Analogien laufen. Ich habe ein Seminar zum kleinen Prinzen gemacht und seine Reise durch die Galaxie mit Flaschen begleitet. Und ja, was noch? Eins ist in der Mache, das wird sich um Wizard of Oz drehen, der Zauberer von Oz. Das ist sehr, sehr passend, weil da die drei Figuren ja zu tun haben mit dem Gefühl, mit dem Mut und mit dem Mut. Und der eine ist ja dumm, ich hab nur Stroh im Kopf mit unserem Mentalkörper und die Entwicklung. Dessen, das sind im Moment so spannende Projekte, mit denen ich mich beschäftige. Aber mein Alltag ist auch ansonsten hier in der Distribution gut gefüllt. Und mal schauen, was jetzt auch diese Zeit hier ermöglicht mit Seminaren. Man muss ja vielleicht auch ein bisschen an Online-Arbeit denken. Absolut. Ja, früher oder später, in jedem Fall. Genau. Liebe Iris, ich könnte natürlich noch viel mehr fragen, aber ich glaube, wir haben jetzt so einen schönen, ja, es schön rund werden lassen. Ich danke dir sehr, 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 dass du dir gerade jetzt vor der Weihnachtszeit, und ich glaube, ihr habt sehr, sehr viel zu tun, dass du dir wirklich so viel Zeit genommen hast für dieses Interview, für den Podcast. Und ja, du siehst, ich strahle von einem Ohr ins nächste, weil, wie gesagt, ich habe hier... Also hier eine Tüte davon und so weiter. Ich bin absolut großer Fan und ich glaube, man kann hier sehr stark auch herausspüren, dass es nicht um das Produkt selbst geht, sondern das, was dahinter steckt. Und ich danke dir. Ja, ganz gerne. Es war mir ein Vergnügen. Die Klingel war ein klares Zeichen dafür, dass alles Wichtige gesagt ist. Und ich bin Iris sehr, sehr dankbar, dass sie sich wirklich diese Zeit auch genommen hat. Ich kann immer wieder sagen, es ist nicht selbstverständlich. Und ich zolle meine hohe Wertschätzung all denen, die sich für solche kostenfreien Formate eben auch die Zeit nehmen. Ich zolle mir auch die Wertschätzung, dass ich mir Zeit dafür nehme, weil ich habe noch die Arbeit davor und danach. Und ja, ich werde alles von Aura Summa verlinken. Ich werde auch die Weiterbildungsseite verlinken. Und ich werde das Buch von Vicky Wall werde ich auch verlinken. Das Wunder der Farbheilung heißt, es gibt noch einige andere Bücher natürlich. Also ich werde alle verlinken. Sagen wir es mal so, du findest alles in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du dieses Interview mit deinen Liebsten teilst. Ich freue mich, wenn du ja, uns mitteilst, was du mitnehmen konntest, was dich vielleicht unterstützt hat, was dein Wertschätzungsmoment war. Mit Aura Summa, was du mit Aura Summa vielleicht schon erlebt hast, falls du es nutzt. Also teile es gerne mit mir, mit Aura Summa. Du findest Aura Summa Deutschland natürlich auch in Social Media und auch das verlinke ich. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz wundervolle, erfüllende Woche. Ganz egal, was im Außen ist und wenn die ganze Welt sich auf den Kopf stellt. Du bist Seele, dir kann nichts passieren. Namaste und Satnam, deine Nadine.